Von dem Schlechter von Rassasur hätte ich mehr erwartet. Nur gelungen. Ja. Dann darf Prayadur verteidigen. Nur gelungen. Nächste Kampfrunde. Prayadur muss angreifen. Probier mal einen Wurfschlag 3. Ja, ich pariere den ganz normal. Nein. Nicht geschafft. Dann Schaden mit einem Wurfschlag 3. Sind 12. Kommt der ganze plus Frust raus. Ja. Nee, plus 3 sind schon drin, also 9 Trefferpunkte. Achso, sind schon drin, 9. Gut, dann nur 9. Wollen wir nicht schummeln. Dann ist Prayudo mit seinem Angriff durch. Midas. Ja, dann muss ich ja auch angreifen und ich mach wieder einen ganz normalen. Nicht geschafft. Wird. Dann kannst du nicht umwandeln, wenn du keine Kampfreflexe hast. Doch, ich habe Kampfreflexe. Aber Prayudo nicht. Prayudo nicht. Ja, also, er hatte noch eine Parade offen, kann aber nicht benutzen. Nächste Kampfrunde Prayudo. Ich mache wieder einen Wurfschlag 3. Das sieht gut aus. Parier wieder ganz normal. Schade. Ja. Dann Midas. Ganz normalen Angriff. Ja, wie gesagt, ich bin nicht gut im Angreifen. Wurfschlag 3. Nee. Warte. Die Attacke ist misslungen. Nächste Kampfrunde. Prayudur, Wurfschlag 3. Ja. Muss das gerade selber für mich verorten. 17. Nicht gelungen. Deine Parade ist plus 3. Dann mache ich 2 Angriffe. Erster Angriff. Wäre gelungen. Ja, Parade. Plus 3. Dreier spielt richtig. Genau. Das ist gelungen. Und der nächste Angriff. Wäre plus 4. Patzer. Ja. Dann würfen wir mal auf die Patzer-Tabelle. Höchstwahrscheinlich können wir den Kampf jetzt auch abbrechen. Schauen wir mal, was der Kampf so sagt. Achso, ich habe jetzt... Ja, hat ein bisschen gedauert. Okay. Wir nehmen sonst... Ja, wir nehmen Prayodur, das ist viel cooler. Ja, dann beschreibt gerne mal die Szene, angefangen mit Prayodur. Ja, ich bin erstaunt, wie wendig dieser kleine Mistkerl ist sozusagen. Und probiere ihn zu erwischen. Ich treffe ihn meistens nicht, aber hin und wieder ein-, zweimal erwische ich ihn. Und mit dem letzten Schlag erwische ich seinen Säbel anscheinend so unglücklich unter dem über dem Knauf, dass er die Waffe zerbricht und plötzlich in zwei Teilen dasteht. Ja, während ich den ersten Angriffen noch ausweiche und ein oder zwei Treffer lande, ist bei einer Attacke dann wohl unglücklich der Schwung zu stark und ich schramme ein bisschen über den Boden. Es verfängt sich, wie gesagt, unter dem Griff. Auf einmal stehe ich mit zwei Teilen der Waffe da. Der zweite Teil des hölzernen Reitersäbels schabt noch ein bisschen über den Boden. Prayudur einmal an. Lass den Griff der Waffe, die ich noch in der Hand habe, fallen. Nicke ihm zu. Nun, offensichtlich haben die Götter heute über euren Sieg gelacht. Es war ein guter Kampf. Es tut mir leid, dass eure Waffe zerbrochen ist und wir diesen Kampf nicht fortsetzen konnten. Nun, vielleicht ein anderen Mal. Sicher, sehr gerne. Zum Glück war es hier nur ein Stück Holz. Wäre es mein echter Säbel, so wäre denn das doch ein herber Verlust. Aber so sind ja nur Turnierwaffen. In der Tat. Derweil ist es mittlerweile dunkel geworden. Zahlreiche Fackeln, die den Wegesrand in ein schimmriges Dunkel tauchen. Eine angespannte Stille, die jetzt über dem Felde liegt und zahlreiche Lanzgänge, die wohl schon geführt worden sind. Derweil tritt der Ritterkönig Danos von Luring auf den Baron Dravigor zu. Legt ihm seine große Hand auf die Schulter. Ah, Dravigor, schön, dass ich euch hier finde. Wollt ihr mir die Ehre erweisen eines Lanzganges gegen den neu gekürten Baron? Immerhin sind wir bald Nachbarn. Selbstverständlich, Herr Danos von Luringen, ich habe viel von euch gehört, euer Ruf eilt euch voraus und es wäre mir natürlich eine Ehre, wenngleich ich natürlich lang nicht so geschult bin wie euresgleichen. Nun, ich habe schon einiges von euch gehört während des Landsganges.
Griffburger kannte euch zwar nicht, aber Alvan von Unterleitissen sprach wohl von euch, wenn er für das Haus Rabenmund geritten ist. Sagt, kennt ihr Univera von Sashwick? Und sie ist auch Teilnehmerin, habe ich erfahren, aber nein, weiter kenne ich sie leider nicht. Und sie sprach zumindest von den anderen Helden, die hier in der Baronie irgendwo herumlaufen, von Ardo und einem gewissen Tau. Die sollen sich hier wohl alle was am Versammeln, aber eine wahre Heldenbaronie. Gut, gut. Ja, das sind gute Leute, ja. Also Tau hätte ich jetzt gern dabei, weil er ist ein hervorragender Heiler und wie ich befürchte, ich hoffe einfach nur, ihr nehmt mich nicht zu hart ran. Nein, keine Sorge, keine Sorge. Ihr sollt euch nur die Ehre verdienen, einmal gegen mich geritten zu sein. Dann könnt ihr damit auf den Bällen angeben, sag ich mal so. Ah, das klingt doch hervorragend. Dann gerne. Sehr gut, sehr gut. Ich werde euch nicht verletzen, keine Sorge. Und ich bin tatsächlich ja schon einmal gegen Jarlan Greifenmund geritten, müsst ihr wissen. Ach, tatsächlich. Von dem hört man ja auch nur Bestes. Dann freut es mich sehr und ich hoffe, ich verletze euch nicht allzu sehr. Nein, keine Sorge, legt euch richtig rein. Gut. Dann, wir sehen uns auf der anderen Seite. Bis gleich. Bis dann. Travigor sucht nach Honigmet. Gibt es zahlreich. Guckt sich um, ob er eigentlich eine Gestechrüstung anlegen sollte, beziehungsweise schon getan hat. Ja, also dir wird dann natürlich auch der ein oder andere dann zur Seite eilen. Der Hauptmann, der dir dann hilft beim Anziehen der Gestechrüstung, ist wohl aus den Überbleibseln von Wolfbrand von Rosshagen hier noch. Und während du anlegst, Stück um Stück, die nochmal festgeschnürt werden, kannst du sehen, wie mit verschwitzten Gesichtern deine Mithelden auf dich zukommen. Ardo, Haldan, Midas, Priodor und Ronga. Freunde, das Turnier hat noch nicht stattgefunden. Nein, das ist uns wohl bewusst. Wir sind auch hier, um das zu sehen, Travigor. Ich habe noch nichts verpasst. Und ich merke an euren Schweißperlen auf der Stirn, dass ihr euch schon Sorgen macht um mich. Aber seid unverzagt. Es ist keine Schande, gegen die Besten zu verlieren. Und außerdem, wenn man gekämpft hat, gibt's da hinten Suppe. Ah, das klingt doch gut. Vielleicht brauche ich die, wer weiß, wie viele Zähne ich nach dem Kampf noch habe. Macht euch keine Sorgen, ihr seid ein hervorragender Lanzenreiter, das habe ich doch schon gesagt. Und ah, richtig, richtig. Euer Volk liebt euch und denkt, dass es zu einem wahrhaft überraschenden Ergebnis kommt. Also gut. Also nur keinen Druck verspüren, alles wird gut. Ach, ich sehe das ganz gelassen. Ich bin ganz die Ruhe selbst. Das ist schön zu hören. Also macht euch keine Sorgen. Okay. Du kannst dich auf dein Pferd begeben. Hast du ein eigenes Pferd oder wird dir eins gestellt? Ich habe meine treue Rosinante, wenn die schon von Romulus angereist ist. Ja, ist sie. Sehr gut. Gut, ich wette gegen ihn. Ja, du darfst dieses Mal tatsächlich auch deine 12 Dukaten wetten, denn dieser Kampf ist wesentlich wichtiger als die 12 Silbertaler. Auch wenn das nur der Form halber geht und nicht wirklich um den Sieg gegen Danos von Lúrien, den Ritterkönig, aber naja gut. Ja. 12 Dukaten. Würde auch mit einsteigen mit 12 Kreuzer. 12 Kreuzer ausgezeichnet. Volles Risiko. Jo, ich wette auf jeden Fall auch und zwar mit 9 Dukaten auf Travigor. Auf Travigor? So ist richtig. Die wirst du nie wieder. Ja, ich habe nie von diesem Ritterkönig gehört. Der ist wahrscheinlich gut, aber den Travigor, den kenne ich. Und ich wette eher, um zu wetten. Lanzengang zweier Reiter Wegel Schwerz, Seite 106. Die Initiative ist belanglos, solange sich kein anderer einmischt. Die Behinderung beim Lanzenangriff spielt auch keine Rolle, da das mit einer effektiven Reitenprobe, Behinderung und so weiter egal ist.
Zum korrekten Heranführen des Pferdes müssen beide Kontrahenten eine Reitenprobe versuchen. Im Turnier ist sie nicht erschwert, im Kriegsfall um 3. Wenn du sie misslingst, dann bekommst du das Pferd nicht richtig heran. Danos von Luring hat ein Q7, er würfelt eine 16, ist auch noch ausreichend, um seine Attribute zu unterwürfeln. Ich muss gerade mal schauen, Q7. Er würfelt auf die 18, 18, 18 mit einem Talentwert von 18. Ja, klingt gut. Dann deine Reitenprobe. Ich habe ein geschultes Pferd, richtig? Minus 3? Ja. Oder lassen wir die raus, weil er die auch hat. Er das hat, auch hat. Ja, würfel einfach mal eine Reitenprobe. Das sollte ausreichen. DRW von 11, wenn 4 übrig sind, ja, doch passt. Achso, die Behinderung habe ich jetzt nicht mehr reingerechnet vom Gestechrüstung. Muss ich auch nicht. Nee, passt. Onger, du hast eine Anmerkung? Wenn man jetzt vom Rand aus ein Bier trinkt, kann man einen Bierpunkt für Trabigo ausgeben? Ja. Ich meine, er wird das sowieso nicht. Ja, Travigo hat vorher Met getrunken. Würfel mal eine Zechenprobe. Wenn du willst, dann kriegst du einen Bierpunkt von mir. Oder die Erschwernis. Das ist gelungen. Oh, das ist sogar geschafft. Dann hast du einmal Glück, beziehungsweise einmal Bier. Beide Kontrahenten würfeln nun gleichzeitig ihren Lanzenangriff. Die Angaben der nebenstehenden Tabelle entsprechen üblicherweise um 7 Punkte erschwert. Plus 5 für den Reiter als Ziel und plus 2 für die Bewegung. Wir sind genau beim Lanzengang. Du kannst eine Ansage entweder in Wucht oder in Finte, das ist aber egal wofür. Das geht dann nachher auf die auf die Würfeltreffer. Also ich würfel jetzt schon auf die 7, von daher lieber nicht. Die obere Grenze sind die THP-Stern der Reitenprobe. Das heißt, du darfst nicht mehr als eine 4er Ansage machen. Reiter mit der Sonderfertigkeit Turnierreiter erhalten einen AT-Bonus von 5 Punkten. Und können Ansagen in beliebiger Höhe ihres THW in Lanzenreiten tätigen. Also Danos könnte sogar eine 18er Ansage machen. Ich habe Reiterkampf und Kriegsreiterei, leider keine Turnierreiterei. Schade, kann man sich noch kaufen. Immerhin bist du jetzt Baron. Im Turnier führt ein Angriff gegen das Reittier des Gegners zur sofortigen Disqualifikation. Das wollen wir halt nicht machen, wir sind beide sehr ritterlich, vor allem Danos. Mit den Ansagen können die Reiter entweder die TP erhöhen oder die Abwehr. Das ist jetzt hier in diesem Falle egal. Gut, dann würfelst du mal bitte deinen Angriff mit der Lanzenreitenprobe. Ich sage eine... Ich muss gerade mal gucken, auf was das gewürfelt wird. Das ist die AT-Basis plus meinen Lanzenkampf, ne? Ja, ich glaube auch, ja. Meine AT-Basis bei einem Q18 im PC ist 11. Plus 18, dann bin ich bei der 29 bei Danos von Luring und würde mir eine plus 11er Ansage geben. Das heißt, meine Probe ist um 11 noch erschwert, oder wie ist das? Nee. Du würfelst ganz normal einen Angriffswurf. Okay. Du hast nun, was hast du, eine 7? Ich habe 15 in Lanzenreiten, aber das ist ja um 7 erschwert und plus 1 noch, weil ich ein bisschen angeschwipst bin. Richtig. Siehst du, die 7 habe ich nämlich auch, dann mache ich nur eine 4er Ansage, dass ich dann auf die 18 treffe. Das ist eine 1. Ach komm, jetzt. Ach nee, was habe ich denn jetzt gewürfelt? Ja, 18. Nee, ist richtig. Ist 18. Ist das also bestätigt? Nee. Nicht bestätigt. Nicht aber du bestätigt. Könntest mit deinem Glück Bestätigung genau. Wiederholen. Also versuche ich das doch. Danos verliert natürlich extra. Wenn du das irgendwie gewinnen willst, dann durch den Crit. Okay, ich würfel auf die 18. Ist das dein Ernst? Oder dafür jetzt den Chip? Nee, also Bestätigung nicht geschafft. Mit meiner 11 bestätige ich zumindest meine 1. So, dann gehen wir mal weiter. Mit den Ansagen könnt ihr Reiter entweder die TP erhöhen. Ein erfolgreicher Angriff kann das Abgleiten lassen des Schildes. Hierfür muss eine Reitenprobe gewürfelt werden, die um 5 Punkte erschwert ist. Die Kenntnis Sonderfertigkeit linker Schildkampf 1 und Schildkampf 2 gibt 1, 3 oder 5 Punkte. Hast du Schildkampf 1, 2?
Nee. Gut, dann kannst du eine... Ich muss gerade... Jetzt würfeln wir erstmal unsere Trefferpunkte aus. Und zwar, die Strecke sind 16 Schritt. Wir machen einen Lanzenangriff mit Turnierlanzen. Das sind 3W6 plus 4. 3W6 plus 4 und ich habe nochmal eine 4 Ansage, sind 3W6 plus 8. So, du würfelst 20 und ich habe eine 6 plus 8 sind 14 und weil ich gekrittet habe, sind das 28. Autsch. Warte. Du kannst jetzt noch eine Reitenprobe machen und die ist dann erschwert. Die übrig behaltenen Tierpilze. Achso, genau. Du würfelst eine Reitenprobe plus 5. Und kannst dann die Sternchen von deiner Reitenprobe von den TP des Angriffs abziehen. Misslungen. Dann nimmst du die vollen 28 TPA. Und ich würfel eine Reitenprobe. Dann behalte ich alle 18 Sternchen und ich bekomme 2 von deinen 20. Ganz schön ekelhaft. Ja, deine Lanze gleitet an dem Schild von Danos von Luring ab. Sie splittert nicht einmal, sondern fährt danach nur noch durch die Luft. Vielleicht das kleine Wimpelchen, was vorne dran ist, mit deinem eigenen Travia-Wappen, was dann abbricht, aber der Rest der Lanze geht unvermindert in der Luft unter. Währenddessen sticht die Lanze von Danos von Luring direkt gegen dein Schild. Du versuchst ihn noch abgleiten zu lassen. Du wirst vom Brustkorb an abgehoben und gleitest wie in Zeitlupe durch die Luft, bis du dann irgendwann aufschlägst und dir sämtliche Luft aus den Lungen rausgetrieben worden ist. Ich glaube, bei 24 TP können wir davon ausgehen. Ja. Ich versuche mich aufzurappeln. Ich glaube, dazu käme noch einmal zusätzlich der Sturz von einem Pferd. Lassen wir jetzt einfach mal weg. Und neben dir kommt dann Danos von Luring. Er hat sich bereits vom Pferd runtergelassen, die Lanze irgendwo hingesteckt und während du dich immer noch orientierst, dein Schädel dröhnt, wird dir die Hand von Danos entgegengestreckt. Oh, verzeiht. Da habe ich euch tatsächlich doch etwas doller getroffen, als ich das eigentlich wollte. Was ist genau passiert jetzt in der letzten Zeit? Ihr lag da wohl eine halbe Minute. Ist euch schwarz geworden? Ich muss kurz das Bewusstsein verloren haben. Kommt hoch. Hab Dank. Nun, ich hatte euch tatsächlich etwas besser eingeschätzt. Die ganzen Geschichten, die man über euch erzählt, wie ihr den Ghulenfürst erschlagen habt und die ganzen Sachen in Oron, da hatte ich angenommen, dass ich doch etwas mehr Wucht reinlegen kann. Ja, gegen irgendeinen normalen Reiter hätte ich wahrscheinlich auch ein bisschen besser ausgesehen, aber nun, der Ruf, der euch hinauseilt, der hat sich wohl bewahrheitet. Wenn ich etwas kann, dann Lanzen reiten. Ja. Sonst mag es nicht viel sein, aber gegen Rassasau hat das damals nicht gereicht. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn ihr mir das beibringen könntet. Ja, gerne. Kommt vorbei. Unsere Baronin bzw. die Grafschaft liegt ja in unmittelbarer Nähe. Wenn ihr es also übrig behaltet, dann schaut gerne vorbei. Ihr seid mir ein gerne willkommener Gast. Danke. Wir haben sicherlich noch einige Abenteurer bei uns, die wir brauchen können. Ja, ich verbeug mich nochmal. Wink so der, weiß ich nicht, der den Heilern Masse zu, die da zuschaut. Ja, die jubeln, der Turniermarschall hat das natürlich groß angekündigt und sie wurden nicht enttäuscht. Niemand ist jetzt irgendwie böse, dass du abgehoben bist vom Pferd. Sondern tatsächlich, wie du jetzt diesen Schlag nimmst, tatsächlich ziemlich, ziemlich gelungen. Dann würde ich ein bisschen weggehen vom Feld und mein Visier runterklappen und erstmal laut aufschreien vor Schmerz. Ja, kannst du vielleicht noch ein bisschen zusammenbrechen und dir den Rest von deinem dröhnenden Schädel aus dem Leib kotzen und dann tauchen irgendwann die anderen neben dir auf.
Kavigor. Das tat verdammt weh. Sah sehr schmerzhaft aus, in der Tat, aber euch scheint es ja soweit gut zu gehen. Oder? Ich hab ihn getroffen, oder? Ihr habt ihn getroffen, wie ich es euch gesagt habe. Ihr seid ein herausragender Reiter. Vielleicht solltet ihr vermeiden, getroffen zu werden. Und das auf dem Pferd bleiben. Braucht noch Übung. Ein Schritt nach dem anderen. Für heute hat Ravigor doch einiges geleistet. Bin sehr zufrieden. Ravigor, das habt ihr gut gemacht. Habt Dank. Naja, es war immerhin der König der Turnierreiterei. Von daher war das keine Schande, richtig? Nun, in der Tat. Und ihr habt eine sehr gute Figur danach gemacht. Demütig den ja gemeinsam in die Menge gewinkt. Ach ja, ein schönes Bild. Und euren Untertanen hat das sehr gefallen. Ja, sehr schön. Sehr schön. Vielleicht sollten wir in euer Zelt gehen und euch nun ja aus dieser Rüstung nehmen und eure Wunden, blauen Flecke etwas pflegen. Habt ihr euch etwas gebrochen? Ich glaube, irgendwas stimmt da nicht so ganz. Also ich hoffe, ich krieg die Rüstung ab. Eventuell hält sie mich gerade zusammen. Diese Rüstungen sind für gewöhnlich so angelegt, dass die recht leicht zu entfernen sind. Dürfte also kein allzu großes Problem sein. Und ich denke, eure stattliche Figur wird auch ohne die Rüstung noch stattlich sein. Ich würde das nächste Honigmet nochmal suchen und danach versuchen, aus der Rüstung zu kommen. Ja, ich würde noch ein paar Burschen heranwinken, damit sie mir helfen, aus einer Stichrüstung rauszukommen. Ist wahrscheinlich ziemlich schwer, mit den Schnallen zu lösen, etc. Und und mich danach um seine Blessuren kümmern, könnte man sagen. Ja, 28 TP. Wir können natürlich nochmal die Gestechrüstung abziehen, aber da ist auch einiges an Schadenspunkt rumgekommen. Kann sich auf alle Fälle um die Wunden dann kümmern, die blauen Flecke, die ihm dann geschlagen worden sind, die sich tatsächlich auch schon so ein bisschen gelblich verformt haben und da sind wohl sicherlich einige Rippen angeknackst, aber nichts, was permanente Schäden hinterlässt. Hab Dank, euer Gnaden. Das wäre ja... das ist ja nochmal gut ausgegangen. Stellt euch vor, irgendwie... ich wäre jetzt irgendwie... könnte meine Beine nicht mehr benutzen, das als Barauen. Nun wäre dies wahrscheinlich eine Kriegslanze, wärt ihr wahrscheinlich tot. Vermutlich, ja. Richtig, richtig. Ich sollte ein wenig trainieren. Ich glaube, das kann nicht schaden. Vielleicht solltet ihr eure Männer für euch kämpfen lassen. Ihr seid jetzt Baron. Es ziemt sie nicht für einen Baron, nun ja, hier zu kämpfen. Aber auf einem Turnier doch sehr wohl. Achso, ich dachte jetzt auch eher an Turnier, da eine gute Figur zu machen. Und wenn es dann sein muss, Preisnahmen. Nun, ich bin davon überzeugt, schon im nächsten Turnier werdet ihr beachtliche Fortschritte gemacht haben, Ravigor. Eine Frage hätte ich dazu noch. Sagt, habt ihr schon euren Nachlass geregelt? Habt ihr einen Erben bestimmt? Ich? Ach so. Habt ihr Kinder? Habt ihr eine Frau? Tatsächlich nur nicht. Nun, ihr solltet euch darum kümmern. Euer Erbe. Ja, das stimmt wohl. Es wäre schon nicht schlecht, eine Frau. Es gibt ja bestimmt irgendeinen Kriegsfürsten, der um Diplomatiezwecke oder dergleichen seine Tochter mir übergeben würde. Ich vermute, ich habe so etwas noch nicht getan. Um eine Frau gefreit? Oh, es ist eigentlich sehr einfach. Nun, es ist einfach und schwer. Er hat eine Baronie. Er kann nicht einfach sich eine wildfremde Frau nehmen. Nun,
Das natürlich nicht. Aber die Minne ist doch eine der ritterlichen Tugenden. Ja, sicherlich Gedichte geschrieben, um die Schönheit von der einen oder anderen holden Maid zu beschreiben, das schon, aber nun um die Hand gebeten von einer Dame habe ich tatsächlich noch nicht. Eure Wahl will sehr gut getroffen sein. Ihr müsst eure Baronie festigen, euer Ansehen in der Mark. Sicherlich. Vielleicht könnt ihr mich auch da unterstützen, welche Dame sich da anbieten würde. Denkt vielleicht auch über eine Hochzeit nach, die nicht nur eure Position hier in der Wildermark, sondern auch im venturischen Kontext festigt. Garetien steht euch in der Gänze offen. Jetzt, wo ihr ein Mann von Rang und Titel seid. Wir werden euch dahingehend gerne beraten. Hab Danke. Ich weiß, bei euch bin ich in guten Händen. Natürlich. Und wenn ihr Probleme haben solltet bei dem Werben um besagte Frau, dann könnt ihr mich gerne fragen. Ich habe nun schon das ein oder andere Mal mit wahrhaft wunderschönen Frauen verbringen dürfen. Aber genug davon. So könnt ihr das Turnier ausklingen lassen. Ihr hört im Verlaufe natürlich noch von zahlreichen weiteren Aufgaben, die euch als Helden in der Mark erwarten. Jetzt mit dem Ausgangspunkt Dergelheim. Beispielsweise könntet ihr Berle von einem Nekromanten befreien. Oder aber die finsteren Obstein-Tiefwalde, wo Varena von Mersing mit ihren Drachenreitern für Unruhe sorgt. Oder aber auch den jungen, verräterischen Answin von Rabenmund, der dort auf Burg Rabenmund sitzt und die Intrigen seines Großvaters versucht weiter zu spinnen. Auch wenn es ihm vielleicht nicht ganz gelingen mag. Die Kinderarmee von Martan Kindervater, den Schlechter vom Wutzenwald, der Boronis niedergeritten hat und einen Bohrenfluch auf sich naht. Der ein oder andere mag wohl vermuten, dass er mittlerweile ein Vampir ist. Wieder andere sagen, dass es Vampire gar nicht gibt. Die Baronie Ramholz oder auch die Irfengletscher, die zahlreiche Firunis anziehen, Drachenhöhlen, die Bergwälder, den Moosforst. Die Wildermark mag noch einige Schrecknisse für euch bereithalten und ihr habt gerade erst begonnen, sie zu erkunden. Auch die Burg Sünnenhardt, die befreit werden muss von den Aaskrähen und den Dergelhain, damit dem Bauer Rogel wieder eine sichere Überfahrt, ein Überweg von Horeth nach Ochsweide gelingen mag. Jeder hat seine Probleme und sucht nach Helden, aber das sind andere Geschichten.